Okay. Gib dich über die Route 5 nach Kelton. Oh. Oh, oh, nee, 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 nee. Ich hab da was gesehen, was mir nicht gefällt. Da ist die Wasserarena. Hier schon mal das Pokémon Center, das ist sehr gut. Und mach ich erstmal mal kurz heilen. So. Danke. Gibt es hier neue Jobs? Mal gucken. Nein. Toll. Gut, dann tschüss. Dann schauen wir uns mal in der schönen Stadt um. Tut mir äußerlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Mich würde es wundern, wenn er da gerade hinter ihr steht. Bitte respektiert seine Privatsphäre und gewährt ihm nur ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald, hoffentlich. Gut, tschüss. Hey, bleib doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Liga-Karte haben. Wechseln Sie Gold. Nehmen Sie mir die Frage nicht übel, Olivia. Aber Sie müssen nicht so streng mit meinen Fans sein. Immerhin sind Sie es, die uns zu dem machen, was wir sind. Oh, ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Ernsthaft? Oh, Betsy, weg mit dir. Präsident Rose, wenn ich sie irgendwie entlassen kann, dann müssen sie es mir nur sagen. Oh, wer war's noch? Ernsthaft jetzt? Dieser Möchtegern-Schnitzel hat mit groß eine Empfehlung von dem Präsidenten bekommen und er kann sich nicht mal an ihn erinnern. Was, wie geil ist das? Bettys ist mein Name, Herr Präsident. Ach ja, Bettys, das wusste ich natürlich als ob. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena Challenge. Aber die beiden Trainer, die Empfehlung von Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen, verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben, Alter, dieser Typ. Entschuldigen Sie mich. Der Typ nervt mich übel. Guten Tag. Oh, wenn es nicht Yami ist. Ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Dalion wohl in dir gesehen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt da gerade wieder mal eine hervorragende Idee. Du wirst sicher in der Nähe Kate herausfordern. Richtig? Was hältst du hiervon? Wenn es dir gelingt, Kates Orden zu erkämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Okay, gut. Verzeihen Sie, Rose. Aber die Zeit drängt. Schön. Streng dich schön an. Ja. Alles, was du tust, formt die Zukunft der Gala-Region. Tschüss. Der Liga-Präsident hat im Restaurant Wellenfrucht zu speisen. Du bist eingeladen. Was? Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du die nächsten Orden errungen hast. Okay. Will ich mir merken. Okay, das scheint dann wohl hier zu sein. Hast du nicht gehört, was der Präsident gesagt hat? Hol dir sofort den Wasserorden. Alter, was geht mit der? Guten Tag. Ich will mich erstmal hier vernünftig umgucken.
Wer weiß, was hier alles gibt. Oh, ein Marktplatz. Bist du einer? Nee. Was hast du denn? Du kannst bei mir Naturheilmittel erstehen. Okay, ich mache den besonders günstigen Preis. Ah, diese Dinger. Was hast du? Was bist du? Ups, hab ich gar nicht. Da, du da. Ich verkaufe verschiedene Sorten von darauf denen Rauch. Oh, okay. Ein Item zu tragen, das ist die Frucht, das versteckt Pflanzenattacken, Wasser, Wasser, Gestein, Psycho. Okay. Guten Tag. Hast du für einen Picochella, dass ich ein Bambul? Was auch immer, was ein Bambul ist. Oh. Ein Magnet, das versteckt die Elektroattacken. Was bist du? Beach. Schön tief drücken. Ach, dann bin ich wieder hier. Oh, hier ist wieder ein Item. Komm her. Muschelglocke. Ein Item zu tragen, stellt einige der Farbe des Trägers immer dann wieder her, wenn er den sich Schaden zufügt. Oh. Ich glaube, das war das, was ich mal gelesen hatte. Dass er irgendwie nur ein Achtel maximal des Schadens oder sowas wiederherstellt. Was? Da. Das Magnet. Komm, ich gebe ihm das einfach mal Garados. Da kann er damit was anfangen. Jetzt habe ich schon Überreste um dieses eine Item. Was bist du? Die Gala am Ende 2 ist der perfekte, um knallharte Pokémon zu finden. Okay? Boah. Ole, ole. Wir machen hier alle dicht, um die Arena-Challenger zu sabotieren, klaro. Okay, gut. So, warte mal, was ist da ganz, ganz hinten? Beim Leuchtturm. Den Orden will ich ja jetzt noch gar nicht holen, das ist doch viel zu früh. Bin ich zumindest der Meinung. Das ist doch viel zu früh dafür. Deswegen kann man hier rein. Oh, tatsächlich. Lol. Was bist du denn für eine? Okay, ja. Um zu erkennen, ob ein Feline weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. So einfach ist das nicht, was? Okay. Okay, gut. Die haben einen Unterschied, das weiß ich, muss ich noch nicht mal. Kann ich auch rein? Guten Tag. Wenn ein Arena-Leiter zu schwach ist, steigt er in der Unterliga ab. Hört sich wie der HSV an. Oh. Das ist ja sehr interessant hier. Guten Tag. Oh, die reden von der Einahl. Was haben wir hier? Supermarkt. Was haben wir hier? Pokebälle, Superbälle. Trank. Kann ich hier was verkaufen? Von den komischen Schätzen? Nein. Dann will ich auch erstmal da nicht hin. Bleibt denn ernsthaft echt nur übrig, in die Arena zu gehen? Jetzt schon? Viel zu früh. Da, ich gehe erstmal hier lang. Dann nehmen wir erstmal die. Das ist tatsächlich alles hier ein bisschen beobachten. Oh, das ist ein Pokémon. Her damit. Was ist denn ein Carpador? Oh, ein Lampi.
Hampi. Hampi, Lampi, Lampi. Den schnapp ich mir doch mal glatt. Der wird 22, ja, das kann ich fangen. Ey, ja, diese Idee mit den nur bestimmte Pokémon bis zu einem gewissen Level fangen, ist völlig Schwachsinn. Echt. Da war das mit den Geräuschen mit dem bis zu einem gewissen Level echt um einiges besser, ganz ehrlich. Komm, Fußball hast du schon eingesetzt. Und wieder. Willst du mich verarschen? Funkenstrom. Komm, ich mach mal einstellen, schau mal hinterher. Und dann krieg ich jetzt die Schnauze. Fuck ich doch. Ja, yeah, und der macht natürlich mehr Damage. Nicht mehr verwirrt, sehr schön. Eintrag. Kein Spitznamen. Da ist auch noch was. Oh. Was? Genau, der kann auch so weit schmeißen. Fünfmal Netzball. Jetzt habe ich Nestball und Netzball. Was habt ihr denn? Gala ist eine riesige Insel, deshalb sind Leuchttürme, die den Schiffen ihren Weg zeigen, auch so unheimlich wichtig. Das war schon immer so, was? Oh, die blickt etwas. Supertränke, sehr cool. Da oben ist ein... Was ist das? Sind das Pokémon? Diese Statuen der Pokémon, der die erzählen... den Leuchtturm geschützt haben. Okay, die möchte ich dann aber nicht im Dunkeln treffen. Wer bist du? Halt unter. Was? Kate, du bist eine Arena-Challenger, stimmt's? Ja. Finde ich hübsch. Kannst du woher was das? So. Naja, schließlich. Bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Delion höchstpersönlich die Empfehlung hat? Ja, die sind die geilsten, ne? Halt. Das heißt, unter den Arena-Leitern zu einem kleine Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchsstar, damit du auch über mich Bescheid weißt. Oh, danke. Du sortierst dir der Karte in dein Album ein, okay? Wollen wir dann zum Stadion? So sehe ich es lieber in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Ernsthaft? Okay. Kann man die Liga-Karten irgendwo nachgucken? Album. Yeah. Cool. Mal sehen. Erhalten. Kates Vater ist Fischer und ihre Mutter arbeitet auf dem Markt. Womöglich durch den Einfluss ihrer Eltern hat sie von klein auf mit Wasser-Pokémon gespielt und ist mit ihnen groß geworden. Was wohl dazu beigetragen hat? Okay, gut. Interessant. Na? Yay. Steht hinten was? Ach, das sind die Pokémon gewesen. Registriert am 16. 2 Rezepte bisher gekocht, okay? Und 30 Pokémon gefangen, okay? Chief. Okay? Vor allem hier am 14. Das Spiel sollte am 15. rauskommen. Warum ist das da früher gewesen? Mal sehen. Wer bist du? Hier da auch 15.
Das ist normal. Das ist der Arena-Leiter, das ist Delion und Bob. Ja, yeah, voll arrogant hier. Gut. Ah ja, für andere, die es gerne hätten. Ne? Hier. Verbindung wird hergestellt. Moment. Was? Oh, wir gehorchen jetzt alle Pokémon aus 30. Ach ja. Hier. Für alle, die mal Bock dazu haben. Na komm. Ja, tot. Ich müsste halt kurz selber auf Pause machen. So. Genau, ich speichere mal eben kurz. Und so. Hier komme ich nicht rein nach da oben. Schade. Und ehrlich. Jetzt schon die Arena? Ist echt doch viel zu früh. Ist viel zu früh. Und auch mal zu zeigen, warum das Leveln im Spiel so dermaßen einfach ist. Hier gibt es solche schönen Items wie die Dinger hier. Mal sehen, das hat keine Wirkung. Fulipur behalte ich, Gardevoir geht auch nicht. Ninja-Turm. Ja, komm. Hau ich da auch mal rein. Ach, geht nicht mehr. Es gibt hier diese Erfahrungspunkte-Bonbons. Heute kann man sowas hier machen. So, zack. Ich habe da 90 Stück von. Guck. Vielleicht kann man das dann gleich so machen. Das ist echt sehr, sehr einfach. Und das geht bei allen. Und die Dinger kriegt man bei den Raids hinterher geschmissen wie sonst was. Was? Oh. Nice. Jetzt bin ich mal echt sehr gespannt, wie der denn aussehen wird. Liberlo. Liberlo. Der heißt jetzt Liberlo, okay? Eintrag. Torschütz-Pokémon. Ernsthaft, ich habe ein Fußball-Pokémon. Willst du mich verarschen? Warum ist dieses Pokémon unbedingt ein Fußball-Pokémon? Fußball ist überhaupt nicht so meins. Oh. Ja, na, vielen Dank auch. Habe ich mir das richtige Pokémon aus der Länderattacke? Feuerball? Ich kann mich jetzt ganz verarschen. Was ist bitte Feuerball? Ein Eingriffsstärke von 120 WTF. Okay, gut. Warum auch immer. Okay, also eine neue Attacke, die ich noch gar nicht kenne. Ich werde die erstmal alle auf ein Level, also alle auf einen Punkt bringen. Konter? Nee. Okay. Dann hat sich ja echt überlegt, dass man so einfach leveln kann, ohne wirklich zu kämpfen. So. Starting. Bloß bei denen, glaube ich, viel geiler wäre. Weil weiterentwickeln. Bei der war, glaube ich, Level 40 oder sowas entwickelt er sich. Eisenabwehr. Uhu. Metallklaue, Lichtkanone. Seine Verteidigungswerte sind ja hoch. Lichtkanone manchmal weg, weil sein Spezialangriff niedriger ist. Ups. War zu wenig. Machen wir so. Nochmal 5 Stück. Nochmal 5 Stück. Vollkommen hau ich hin. So.
Und Level Up. Und das bewegt sich tatsächlich jetzt. Sehr gut. Aber das ist ja Pokémon. Oh, der ist Blätterspieß. Blattspießler. Komm mal, Tickel weg. Okay. Ich weiß auch nicht, warum man solche Items überhaupt drin hat. Aber egal, ist mir gerade echt egal. Wenn ich echt gesagt habe, dann benutze ich die auch. Ach, das sind nur 100 Punkte bringen. Ein Nassschweif. Dafür. Nee. Das sind immer 1000. Mein so. Boah. Sind das hier gerade mal 10.000 Punkte fast. Erhöht nämlich den Angriffs- und Initiativewert. Dafür mache ich mal bis. Ah, ich hätte Regentanz machen sollen, nicht direkt. Geil. Kommen wir noch Attacken. So, Dynamax Bonbons. Haben wir das sogar erzeugt? Nein. Wollen wir das auch gleich mal mit? Okay, die mehr. Das heißt, wir sind jetzt alle mit dem Dynamax-Level hochgezogen. Mal gucken. Da haben wir da. Der ist hoch, da ist hoch. Der ist hoch. Ja, bis auf R. Und er ist immer noch Eisenstachel. Eisenstachel, ja. So. Mal gucken, was in der Arena tatsächlich passiert. Ich werde sie jetzt einfach machen.